Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect. Ja, wir sind auf Sarkash und wollen die eine überlebende Kroganerin retten. Cerberus ist auch da und versucht, naja, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um uns aufzuhalten. Aber das werden sie nicht schaffen. Hier gehst du in der Tür rein und sonst gibt es nichts mehr. Gut. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Cerberus meint es wirklich ernst. Die sind zu allem fähig. Yep. Die haben sich seit Mass Effect 2 doch sehr verändert. Und nicht unbedingt gerade zum Guten. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Was ist das? Oh. Warum habe ich sowas nicht? Das ist ja cool. Los, Commander, ich gebe Ihnen Deckung. Dankeschön. Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und die Führung zum nächsten Kontrollraum zu blockieren. Okay, mal schauen, was wir da alles so erledigen können. Den da. Wo ist er denn? Ist da einer ohne Schild? Der Herr. Den geben wir doch mal einen dunklen Kanal. Und auf das Geschütz machen wir sowas. Ich denke, wir haben doch ganz gute Chancen derzeit. Wir müssen die Geschütze ausschalten. Keine Feinde mehr in Sicht. Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber das hat doch ganz gut geklappt jetzt. Was soll man da? Ersatzteile. Kommt alles mal mit. Los, komm mal. Vor dem einen Kroganer. Scan wird durchgeführt. Freigabe bestätigt. Okay, da kommen wir zu dieser Tür rein. Ich will aber kurz noch schauen, gibt's hier was? Ne, da gibt's nichts mehr. Dann. Okay, die Tür geht auch wieder zu. Cerberus muss einen Hinweis bekommen haben. Ja, ja. Sie waren einfach zu schnell hier. Ja, das ist wahr. In jedem Krieg gibt's Verräter. Wahrscheinlich indoktriniert, wie er gesagt hat mal. Die Frage ist nur... Wow. Wer genau? Hallo? Jetzt. In Deckung! Ach, Entschuldigung. Ach, das ist ein... Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Den entziehen wir doch mal sein Schild. Und machen gleich noch einen Warp hinterher. Haha. Oh, und das ist gleich noch einer. So, war's das? Sind gleich da. Wo geht's denn hier lang? Oder müssen wir da runter gehen? Cerberus vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung. Aus!
Wir hätten vielleicht erst noch... Wir hätten uns vielleicht erst noch da umschauen sollen. Wir sind gleich da. Wo ist das Geschütz? Da, der Hammer, den Sturmschützen. Shepard, vermute Cerberus hat Energie abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn sie Notfallsysteme umleiten. Da haben wir es ja schon. Eine Skorpion. Was ist das? Das ist so eine Waffe. Er hat höheres Gewicht, viel weniger Kapazität, viel geringere Feuergeschwindigkeit, aber hoher Schaden und gute Präzision. Können wir uns mal überlegen, aber nicht jetzt. So, wo sind's? Hier ist die Energie-Dingsbums. Reaktivieren wir das Ganze doch mal. Wo müssen wir hin? Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Schon wieder solche. Machen Sie weiterhin! Doc! Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau! Stimmt! So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hallo. Pech für dich. Vorliebe für Zerstörung intakt, Shepard. Können uns jetzt durchschleusen. Sehr schön. Ah, hier sind wir. Okay, das ist dieser Knotenpunkt, der zweite, den wir machen müssen. Schauen wir uns aber erst noch ganz kurz um. Ich habe ja noch nicht alles angeschaut gehabt. Da hinten war nichts mehr. Hier ist was, ein Forschungsterminal. 08. Baron, könnte eine neue Form der biologischen Kriegsführung ermöglichen. Größer und intelligenter könnten sie Zivilpopulation drangsalieren bei minimalem Kostenaufwand. Genehmigung des Projekts wird empfohlen. Okay, und das haben wir da noch. Ein Zielfernrohr, okay. Shepard, Sie müssen uns zuerst durchbringen. Ja, keine Sorge. Wir kommen nicht mehr zurück. Na, dann hoffe ich mal, dass wir da nichts übersehen haben. Dann gehen wir mal weiter. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild wird schwächer. Viel verkraftet er nicht mehr. Ich bin nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdner Drax noch. Mit Sicherheit. Er muss... Wir sehen uns dann oben. Wir kriegen wieder Besuch. Programmerin gefunden. Bringt euch aber nichts. Das sind wir nämlich noch unterwegs. Was macht man da am besten? Das hier. Sind sie dann? Wieder. Sieht sicher aus. Verschwinden wir von hier. Gut. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg rauf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zum Ehrenkorganer. Das wollte ich schon immer mal sein, ein Ehrenkorganer. Okay, aber wo müssen wir jetzt genau hin? Ist da irgendwo noch eine Tür aufgegangen, wo wir vorher noch nicht durch konnten?
Nee, hier nicht. Wahrscheinlich da, wo die Severus-Truppe hergekommen ist. Schätze ich doch mal. Ja, da geht's jetzt weiter, okay. Wow. Schaut euch das mal an. Das sieht ja mal genial aus. Okay, wenn die Brände nicht wären und so weiter, wäre es noch natürlich noch schöner, aber... Wir sind fast wieder in der Landezone. Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Ja, die auch gleich. Bist du sicher, dass du dich direkt hier herstellen willst? Dachte ich mir doch. Ja, ja, bin doch gleich da. Falsche Waffe wieder. Wieso bin ich hier auf der falschen Waffe wieder und warum kann ich meine Fähigkeiten nicht mehr einsetzen? Ich kann es ja nicht mehr einsetzen, das ist... Hä? Ein Bug oder sowas? Okay, sehr gut. Nö. Irgendwas ist hier ein bisschen verbuggt. Irgendwie kann ich das Zeug nicht mehr einsetzen. Warum auch immer. Shepard, nicht zögern. Bitte letzte Freigabe auslösen. Kann sonst nicht gehen. Bin schon dabei. Freilassung autorisieren. Bin schon dabei. Zur Landezone gebracht. Wir bringen sie weg von hier. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Severus. Oh. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Autsch. Das sieht nicht gut aus. So ein Atlas. Leute, geht mal in Deckung. Fertig sind, sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann nicht raus. Abstand halten, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard, sie ist ungeschützt. Machen wir. Ich hoffe, meine Fähigkeiten gehen wieder. Ganz schön heftige Feuerkraft. Vielleicht können wir ihn knacken. Sehr beeindruckend, Ab. Aber ich ziehe meinen Körper vor. Ja, kann ich verstehen. So. Das ist ein Shepard. Werden Sie alt? Erledigen Sie das Ding. Der Kriegsjahr war viel härter als das hier. Brent wird dem Alter auch nicht umgänglicher, was? Nee, nicht wirklich. Aber wir haben ihn doch schon. So schwer war der jetzt auch wieder nicht. So, aber jetzt will ich endlich mal meine andere Waffe wieder haben. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Shepard, ich glaube, Sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Sehr gut. Haben wir hier gerade zwei Edis gehabt? Egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Und die Kroganerin sollte sicher sein. Sehr gut. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Wirklich? Beeilen wir uns.
Bringen wir sie weg von hier. Oh, nee. Hoi. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Nicht schlecht. Die ist irgendwie ziemlich cool. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ich glaube nicht, dass er noch antworten kann. Das sieht ziemlich schlimm aus. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Sehe ich genauso. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Macht das Sinn. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Alles klar. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei den mit dem Gipfel weitergeht. Hui. Das ist er also, der Tigel. Und ich muss sagen, sie sind schon ziemlich weit gekommen. Sieht jedenfalls schon ziemlich weit aus. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Ach, Rex. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Okay, die Schwierigkeit der Heilung? Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich, ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen, schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern, Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Gut, dann soll er mal sein Bestes tun, würde ich sagen. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit.
Das wird noch ein langer, langer Weg werden. Gut, Vorbild, 15 Ruf, das. Tagebuch aktualisiert, Tuchanka, Turianischer Zug. Ja, okay, da haben wir noch einiges jetzt vor uns. Codex aktualisiert. Und Credits. Yay. Gut, das schauen wir uns aber alles beim nächsten Mal an. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.